Kennen Sie den Film Wall-E? Sie kennen ihn nicht, sollten Sie aber. Denn er zeigt eine Erde nach Eintreten einer ökologischen Zerstörung, nach der nur noch der Schrott der Industrie- und Konsumgesellschaften übrig geblieben ist. Wall-E ist ein kleiner, mobiler Schrottroboter, dessen Aufgabe es ist, den Schrott in kleine Quader zu pressen und sie zu stapeln. Dabei hat er manchmal sogar viel Spaß. Ja, geht das überhaupt? Haben Roboter nicht einfach nur eine Funktion und monotone Aufgaben zu erfüllen? Die Antwort gibt dieser Film auf die Zukunftsfantasien der Roboterbauer. Ein Roboter sollte auch Emotionen empfinden können. So verliebt sich Wall-E in einen anderen Roboter, kommend aus einer anderen Raumstation. Die beiden flirten, freunden sich an, spielen miteinander und setzen sich schließlich füreinander ein. Werden wir Menschen zu Friedens- und Freizeitnomaden und werden wir damit glücklich werden? Aktuell sieht es leider so aus, dass die Technologie uns vorgibt, wie der Takt in unserer Gesellschaft ticken soll. Die neuen Technologien kommen immer schneller und immer mit immer mehr Durchdringungskraft in unser Leben hinein. Immer neue Technologien täglich. Niemand kann mehr so wirklich nachvollziehen, was da noch so alles kommt. Man hat auch nur so dubiose Vorstellungen darüber, was denn eigentlich in Zukunft unser Leben und unsere Arbeit wirklich technisch bestimmen wird. Und deswegen ist es ganz wichtig, was muss unser Glück wirklich dominieren. Denn neue Technologie macht zunächst erstmal nicht glücklich. Neue Technologie ist vor allem dafür da, Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen, Wertschöpfung zu ermöglichen bzw. qualitativ und quantitativ zu verbessern. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die wird auch weiter zunehmen und ist meines Erachtens auch gar nicht arg in Abrede zu stellen. Denn wenn es tatsächlich eine sinnstiftende und wertschöpfende Möglichkeit gibt, neue Produkte und neue Innovationen mit neuen Technologien zu entwickeln, dann sollte man darauf zurückgreifen. Aber was ist der moralische, was ist der ethische, der digitalethische Rahmen? Und das ist nicht die Technologie als solches, sondern das Glück des Menschen. Also alles das, was letztendlich ja uns happy macht, das soll uns auch letztendlich in unser Leben bereichern können. Und wenn es denn eine Technologie ist und wenn es eigentlich das Smartphone ist, dann soll es das von mir aus auch sein. Das ist ja überhaupt keine Diskussion, aber es ist mehr, denn die Technik und die neuen Disruptionen, die auf uns zurollen, die werden uns schon noch ganz schön munter durchschütteln. Was ist dein Tipp dafür? Ja, zunehmende Technisierung nimmt dir diese Mündigkeit und diese Selbstbestimmtheit ab. Du bist dein Opfer, anstatt dass du Akteur wirst. Du denkst, du bist ein Akteur, weil du denkst, du beherrschst die Technik. Aber du wirst die Technik niemals zur Gänze beherrschen, sondern die Technik wird immer dich beherrschen, weil die Technik hat keine Moral. Und du bist das Schwache in diesem Glied. Und je schwächer du im Verhältnis zu der Technik bist, je mehr Technik du also in deinem Leben zulässt, umso mehr wirst du quasi deine Selbstbestimmtheit verlieren. Also schaue sehr genau, was lässt du zu, und ganz viele Lebensbereiche, auch zu Hause, brauchst du nicht technisch zu lösen, sondern das kriegst du manuell auch noch mit viel mehr Lebensgenuss besser hin. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. We'll be right back.